Wir sind Gladels. Es ist ein wunderschöner Mittwochabend. Draußen ist wunderschön, wolkenlos, nicht zu heiß. Spätsommer Deluxe. Und anstatt dass man irgendwo am Seematum sitzt oder Eis mit Freunden isst, denkt man, ich sitze mir lang mal Kammerl und spiele wieder mal eine Runde WoW. Das macht mir nämlich viel, viel mehr Spaß. Na, selbstverständlich nicht, aber. Ja, ist halt wie es ist, ne? Also, hast du auf und den Hinterberg, na, den Hochberg, genau, so heißt die Gegend, weiter erforscht. Habe übrigens gestern mit der Tante Thea, also mit der Tanatea, meinem Hauptcharakter, dem der Todesritterin der Blutelfischen, auch die Einführungsquest gemacht, damit ich mit der dann auch irgendwann mal auf die verheerten Inseln kann, und die ist komplett anders. Das ist komplett anders wie das, was der Dämonenjäger machen muss, damit er hinkommt. Und ich muss sagen, die Todesritter-Story, die dorthin führt, wo der hast du jetzt da ist, die ist viel cooler, wesentlich cooler. Also, wer die Gelegenheit hat, mit einem Todesritter das sich anzuschauen, dann bitte das zu tun. Wir waren mit dem Hastur. Ja, mir ist das bis jetzt, mir wäre das, wenn ich nur mit dem Hastur gespielt hätte, bis jetzt nicht klar, warum der Hordenchef, ne? Wie heißt der Troll? Wieso der eigentlich stirbt, wo seine Verletzungen herkommen, warum er ein Stoßzahn fällt und so weiter. Wird alles, das kommt alles auf bei der Todesritter, beim Todesritter-Prolog, mehr oder weniger. Also richtig schön, epische Story. Auch nette Informationen über den Rin Anduin, den menschlichen König. Wie heißt der gerade? Rin Anduin? So irgendwie. Was mit dem eigentlich passiert, nachdem sein Luftschiff da niedergeht im Cinematic Trailer. Auch dazu gibt es Informationen, die ich jetzt aber an der Stelle nicht spoilern werde. So. Genug herumgesülzt, es geht weiter. Wir fangen auf von vorn, der Blut der. Blödsinn. Der Stamm der Bluttotems, der Stamm der Himmelshörner und geistlicher Spaziergang. Und nachdem ich davon ausgehe, dass das Quest-Tracking-System von WoW die am naheliegendste Quest als erstes nimmt, werden wir mit geistlicher Spaziergang und dem Aufzug da drüben wirken. Ja, das ist zur Abwechslung mal ein Aufzug, in dem man die Mechaniker sieht. Nicht so wie in Donnerfels, wo die Aufzugplattform einfach magisch, mystisch nach oben und nach unten schwebt. Hier ist solide Taurentechnologie dahinter und die kann man auch sehen. Ah, schau, Wasserfall im Aufzug. Und ich bin falsch abgebogen. Macht nichts, weil die hat da noch Quest. Ach, ein Fuchsi. Grüße! Das war Sturmschreiter, zu seinem Trieb der Bergschreiter. Ja, machen wir dann bei Gelegenheit. Reitet die Winde. Machen wir bei Gelegenheit, habe ich gesagt. Jetzt will ich erst wissen, wo der geistliche Spaziergang ist. Der muss doch da unten sein. Gehen wir nochmal nach unten. Wenn es der Aufzug den erlaubt. Bam, bam, das ist ein interessantes Reittier, eine Kampfsau. Ein Frontschwein sozusagen. Ja, es muss da irgendwo sein. Ja, da oben, siehst du. Der geistliche Spaziergang. What the fuck is going down? Seid wahnsinnig, hier wird sich nicht verprügelt. Hey du! Ich wusste, ihr werdet kommen. Glut zu Ich habe Asche. Mich auf eure Ankunft gefreut. Unter meiner Würde. Die Geschichte von Hulln. Die Legende von Hulln Hochberg erzählen. Wen hauen die da? Lange Zeit bekriegten sich die Tauren dieses Berges. Oh, zahllose nice. Leben, ganze Stämme gingen verloren. Eines Tages kehrte Hulln Hochberg von einer jener Schlachten zurück und fand sein Volk niedergemetzelt von einem unbekannten Feind. Naja, das versah dann den Tag.
It hurts me so. Mit seiner Trauer ringend, rief Hulln die Anführer der verbliebenen Stämme zusammen. Er überzeugte sie davon, sich gemeinsam dieser neuen Gefahr zu stellen. Und nun lasst mich euch Hulns Prüfungen zeigen. Ah, ich darf hier schon wieder. Ja, mach mal. Hulns Prüfungen. Ich bin überzeugt, ein einzelnes Individuum kann die Welt verändern. Sammelt eine Flasche mit Luftfunken, Mushas, Tränen und einem Dunkelsplitterkristall. Also einen. Dieser Krieg wird von Champions entschieden, nicht von Armeen. Nicht von Armenien. So, okay. Wo muss ich denn da hin dafür? Was sagt die Map? Ein bisschen außerhalb vom Ort. Und ich bleibe an der Quest jetzt auch dran. Da haben wir noch einen Aufzug. Ich denke mal, da gibt es mehrere Aufzüge. Die Kuh, die am Rande steht. A Fringe Cow. Das ist die Aufzugwächterin, die fährt den ganzen Tag auf und runter. Ohne dass es schlecht wird. So, und jetzt that way. Auch Berg, wie kommen wir da um? Man weiß es nicht. Aber da glitzert was. Warum glitzert da was? Das. Was sollen wir da machen? Keine Der Fluss mehr. Nähert uns. Das tut er wohl. Also die heilen da vor sich hin. Das ist eine heile Station. Alles klar. Flasche mit Luft. Wo kriege ich das? Sammelt eine Flasche mit Luftfunken, Mushas Tränen und einen Dunkelsplitterkristall. Ich möchte, dass ihr aus erster Hand erfahrt, was Hulm Hochberg während des Krieges der Ahnen in einer einzigen Schlacht vollbringen konnte. Und dazu benötigt ihr ein paar sehr spezielle Zutaten. Sind nicht schwer zu finden. Schaut euch einfach in der Nähe von Donnertotem um. Okay. Okay. Und dafür müssen wir erst einmal von Donnertotem... Ey, weißt du was? Ich bin Mr. Super Saur. Ah Gott, ist das geil! I so like it! Ah, der geilste Saur der Weltgeschichte. Kann da mitten eine Saur ins Zugebiet. Ja, herrlich. Zuspringen. Was brauche ich da? Was geht hier ab? Vielleicht einkaufen, das zeigt, dass er Händlerin ist. Was trägt der Wind da zu uns? Flasche mit Luftfunken. Kaufen. Tada! Gemeinsam stehen wir für den Hochberg. Oh, top ich schon. Mushas Tränen, die werden dann. Da, in die Richtung. Auf, hör aufs Pferd. Auf den Dämon, aufs Dämonenhundi. Und dann wird sich... Ah, herrlich, wie die Schnur. Hört das? Das Geröll unter die Hufe, in dem für unter die Pfoten davon rollt und rumpelt. Und kracht voll gut. Ja, das muss aber alles da irgendwo in der Nähe sein. Bergstreuner. Sollen wir mal ein Essen zum Testen? Schauen wir mal, was diese Leute mit dem Bergstreuen haben. Die haben wir nicht viel. Was gibt's da oben? Haufenweise Spieler. Verpisst euch! Mit der Arsch. Ich bin aus der Reichweite. Ich musste erst etwas anvisieren. Bäh! Hat der noch Dunkelsplitter? Wunderbar. Rein war hier Zufall, dass ich den jetzt finde.
Echt, Rainer Maria Zufall, dass ich den gefunden habe? Ah, ich stehe auf die Geröllförder. Das ist so geil. Das ist super. Ey. Arschloch. Jetzt kriegst du es mit der Dämonenkeule. Ah, das hättest du dir nicht gedacht. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Eine magere Haxe. Und da unten gibt es irgendwo wieder einen Super Flocky. Einen Rare Mobs. Das ist der dann mehr. Ja, das ist er auch. Hey, Rare Mobs. Gib mir deine zähe Haxe. Ah, das war super. Ich muss näher ran. Ich charge gern und charge viel. Ja, chargen ist mein Lieblings. Das ist zu weit im Spiel. Ah, das wird jetzt scheiße getimt. Wo denn? Was krieg ich denn Schönes? Schau, schau. Ledergürtel der Dunkelfutzis. Cool. Und was macht das Teil? Können wir den Vergleich anstellen? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da ist es. So. Na, so. Ja. 96, 65, eine Rüstung bei Wirklichkeit, kritische Trivialität von Meisterschaft geht man halt einiges verloren. Und es ist. Was soll ich das nehmen? Bah, das ist schon ein großer Verlust an. Aber geh scheiß drauf, komm. Do it. Weißt schon. Da in die Richtung. Sollen wir zum Wasserfall oben schauen? Hä? Was sagt's? Schauen wir mal, weil es so gut zum Sohn ist. Da. Ja, passt sogar. Siehst. Volltreffer. Okay, das muss man vom Ufer aus machen, sonst wird man weggeschwappt. Ich finde das aber auch mit der Strömung geil. Fällt mir auch. Mushas Tränen. Catch mir. Dann einmal noch durchlooten. Kann ich da jetzt eigentlich fliegen oder nicht? Natürlich nicht. Gut, dann lassen wir den Drachen Drachen sein und bleiben beim. Ich vergesse, wie das viel heißt. Teufelssäfer. So cool. So cool. Oh shit, oh shit, oh shit. Auf wieder. Ah. Okay, absteigen. Das machen wir mit Double Jump. Wird das wohl gehen? Nein. Doch, mit Double Jump kommt man auf. Sehr gut. So, und jetzt verängstigte Bergschreiter zurückgebracht. Das haben wir im richtigen Gebiet dafür. Gehen wir Bergschreiter zurückbringen. Bitte gern. Oh, das ist ein Friedhof. Ein Taurenfriedhof, wo wenn ich ein verängstigter Bergschreiter wäre. Wo würde ich mich verstecken? Vielleicht auf einer anderen Ebene? Was ist das da eigentlich? Ein Flugpunkt? Was gibt's da in dem Häuschen? Pfad der Lüfte. Das ist ein Flugpunkt. Die Halle der Was? Das ist der Geheimeingang zu. Wie ist das Ding? Großtotem, Bergtotem, Hochtotem. Grüße, Champion. I did it! Ich bin überzeugt. Erzählt mir über Hullenhochberg. Rückblick betreten. Auf geht's.
So, wozu Hullenhochberg eine Schlacht gebraucht hat, da hab ich gerade mal einen kurzen Fußweg. Hullen war ein mächtiger Krieger und Ahnherr unseres. Er folgte dem Ruf von Krasus und stellte sich der Legion entgegen. Mit dem Adlerspeer besiegte er unzählige Dämonen. Und wo sind Dämonen da? Legion besiegt. Und sind das lauter Hullens? Das sind lauter Hullens. Ah, der Rückblick ist voller Hullens. 5000 Hullens. Bocksturm. Also Scheiß, wieso ist das nicht für eine Person instanziert? 700 Hullens. Oh Scheiß. Na toll. Ich habe kein Ziel. Ja, nicht einmal einen einzigen erwischt bis jetzt. Ich fass es nicht. Hullen am Arsch. Nein, ich bin da aber außerhalb vom Gebiet, muss man dazu sagen. Legion besiegt. Durchs Heidelberg-Stauder. Voll gut. Und nirgends ist mehr was über. Es ist zum Kotzen. Endlich mal Quelle für die Legion, das du was durch machst. Hullens Fähigkeiten im Kampf waren unerreicht. Und bereits eine Abgabe. Ja, dann sperr mich die auch. Das klingt da halt nämlich ordentlich aus, wie man gesehen hat. Das finde ich eine extrem bescheuerte Designentscheidung, dass da hunderte Hullens durch die Gegend rennen. Das ist, finde ich, extrem beknackt sogar. Blizzard, das gehört noch geändert, vielleicht stimmt da einfach was nicht. Rettet Echo. Hullen suchte Ekoro, ein Tier, das im Kampf gegen zahllose Dämonen verletzt wurde. Moin, ein Tier. Malfurion Sturmgrimm wartete ungeduldig auf die Ankunft von Hullen und seiner Taurenverstärkung. Vom Himmel aus unterstützte sie der Drache Korialstras, auch bekannt als Krasus. Krasus Vampus. Hullen Hochberg, ich gewähre euch meinen Segen. Euer Danke. Volk wird ewig in meiner Gunst stehen. Danke, Szenarius. Blöder ist nur, du bist ein Loser. Kein Mensch nimmt Szenarius ernst. Und mal früher. Wie kann die Natur euch dienlich sein? Möge die Natur euren Pfad leiten. Super, danke. Verteidigt. Hullen Hochberg, Echero folgt euch. Dies ist kein gewöhnliches Tier. Er ist einer von Malornes Erwählten. Ihr seid wahrlich gesegnet. Und ihr habt unglaublich große das Antlers, ein mächtiges Geweih, oh ja. So, und jetzt, was mache ich jetzt? Jetzt tue ich da jemanden verteidigen. Verteidigt mal Furion. Der werkt und ich stehe da. Ja. Sind einfach zu viele Hullens in der Gegend, dass da irgendwas passieren konnte. Das ist eine Hullenarmee. Das finde ich ziemlich dämlich. Blizzard, ganz ehrlich. Wenn schon so ein Szenario einen Rückblick zeigt, dann bitte ein Single-Szenario, ja? Und nicht lauter, ich meine, das ist bescheuert.
Das ist blöd, das haut mich aus der Immersion aus, das finde ich extrem deppert. Also richtig doof. Verteidig mal früher. Was soll ich denn machen mit dem Malfurion? God fucking damn it. Seid gegrüßt. Die Natur steht euch bei. Mögen die Winde euch den Rücken stärken. Da passiert nichts. Ich glaube, das ist kaputt. Und ich haut jeder Depp, mich inkludiert, permanent auf die Speed-Tasten. Was darin resultiert. Ja, jetzt. Ja, wir stellen uns einfach zu, wir machen alles nieder, was da potenziell rauskommt und ja. So funktioniert das. Ja, 36%, 44%, 50%. Das ist ein saublödes Szenario. Das gefällt mir überhaupt. Ja, ja, setz es. Verteidigung Malfurions, ja, genau. Ich hoffe, das geht nicht lang so weiter, ganz ehrlich. Das fällt mir an. Das so killt man Immersion. Ich muss die Welt lächerlich schützen. Haufen Homer Simpson Klone. Möge die Natur euren Pfad leiten. Erwartet Ankunft auf dem Schlachtfeld weiter unten. Er hatte eine spezielle Aufgabe für Hochberg, während er seine Truppen organisierte und befehligte. Ist das scheiße. Hull, es tut gut, euch auf diesem Schlachtfeld zu sehen. Seid ihr gewachsen? Wir beschützen unsere Lieben. Okay, Mantulum, der schlecht ist. Und was ist das? Das ist ein Ring, der... Na, wir werden dann das Dungeon. Ihr werdet den Adlerspeer spüren, Schattenzahn. Spielt mit euren Wichteln und seht zu, wie die Großen kämpfen. Der Nächste gehört euch. Schattenzahn bat Hullen um einen letzten Gefallen. Er sollte Tichondrios, den Fürsten der Nathrezim, niederstrecken. Sollte er fallen, dann würde der Angriff auf Ashara scheitern und das Gleichgewicht wiederhergestellt. Ja, cool. Und wo ist der Typ da hinten? Ja. Oh, ne. So, wen muss ich killen? Tichondrios. Das ist doch ein riesengroßer, mächtiger Legionsfuzzi, oder? Wo kann der sein? Grubenlord. Da drüben, ja. Das ist eben eh schon. Da ist er eh schon. Ja, genau, der ist das. Kenne ich doch. Ich brauche ein Ziel. Das war's mit dich, Andres. Mein Danke, dass das vorbei ist. Und wer macht sowas? Verstehe nicht. Das Ganze ist so nett und immersiv bis jetzt gewesen. Immersiv. Das war immersiv. Was ist jetzt? Es ist finster. Und dann gehen wir wieder zurück.
Aber nachdem ich ja schon in vergangenen Episoden da zum Beispiel in Dalaran schon entdeckt habe, dass es Probleme mit der Instanzierung gibt, mit die Synchronisierungen der Instanzierungen, rette mich jetzt einmal in die Hoffnung, dass auch die Geschichte einfach falsch instanziert worden ist. Dieser Krieg wird von Champions entschieden, nicht von Armeen. Ich werde in einer Hütte auf dem südwestlichen Felsen auf euch warten. Eilt euch. Lieb von dir. So. Das Ding tauschen wir jetzt aus gegen den schändlichen Ring. Das ist welcher noch? Das ist der da. Okay, dann haben wir wieder mal Sachen, die wir eventuell... Warte mal, stopp. Gelenkbänder gegen. Warum habe ich denn das nicht an? Das ist ja viel besser. Ach so, na. Nur, na, das passt schon so. Das passt schon so. Ich brauche jetzt einmal einen Händler da. Da wird es aber irgendwo Händler auch geben. Da herunter, oder? Da mal ein bisschen anschauen, dieses Hochtotem. Stampf. Hütet euch vor den Tiefen der Erde. Keine Händler? Was? Was ist da drüben? Ah, nix. Was macht das? Mittelgroße zeremonielle Trommel. Das war jetzt für was für Quest konkret? Für das mittelgroße, für zeremonielle Trommeln. Für die Quest zeremonielle Trommeln. Gut. Sehr viel Tote in dem Aufzug. Da hat wieder irgendein Idiot sich gedacht, naja. Fangen wir mit die Wächter und Krieger. Große zeremonielle Trommel. Das ist ein Allianzler, der da sitzt. Der eigentlich sehr komisch ausschaut. Dorn, Wächter des Szenarios. Vier Control. Ja, ja. Spitzenmäßiger Name für Gilde. Ja, egal. Was nehmen wir denn jetzt für eine Quest her? Ist weit weg. Auch weit weg. Geheimnisse Hochbergs, das kommt mir auch gern geben. Und die zeremoniellen Trommeln, die finden wir da überall. Machen wir mal die zeremoniellen Trommeln weiter. Dann noch eine Runde suchen. Ah, sehr schöne. Ja. 3-2-1, meins. Ich denke mal, die werden da auch nach und nach immer wieder spawnen. Ich schaue aber trotzdem einen Stock auf. Aus der Gilde Back to Hell. Aus der Asche. Fällt hier nix. Super. Butterkeks. Meine Güte. Gott, und das ist der Grund, warum ich MMORPGs eigentlich hasse. Wegen die Leute. Der Nyx hupft wie ein Depper da durch die Gegend. Ein Trommelklauer. Lieb. Kleiner Imp, der Trommeln klaut. Hat sich die Trommel schon umgeschnallt, der kleine Bastard. Next! Jetzt klopfe ich die Seele aus dir raus.
Butterkeks und nix. Fällt mir jetzt nicht auf. So, was brauche ich denn noch? Ich brauche noch große zeremonielle Trommeln und mittelgroße zeremonielle Trommeln. Die kleinen kann man sich schon einrechsen. Trommelklauer. Da schweben Kerzen, interessant. Also Lehrer, okay. Und beim Lehrerviertel. Archäologin. War vielleicht nicht deppert, wenn man sich mal einen Beruf anfangen hat. Hä? Huh? Aber ich bin ganz ehrlich gesagt, crafting-technisch war ich nie sonderlich überzeugt. Ich habe immer gesagt, das Ding heißt Warcraft und nicht Craftcraft. Jetzt wird einmal explored und dann schauen wir weiter. So, das wird jetzt noch eine kleine Trommel, oder? Na, mittelgroße. Also dann das Fischen. Lieb, schau. Ups, mir ist Wasser gefallen. Deren Fischen, ohne dass man die Angeln sieht. Nächster Grafikbug. Ja, die Schlampereien häufen sich. Das macht mich überhaupt nicht glücklich. Geht's auf. Jetzt aber. Willkommen im Trommelland. Kann man da die Trommel weglooten? Ah na, das. Ah ja, das. Ah, die Viecher brauche dann auch irgendwann einmal. Passt. Zuerst hätte ich gerne mal noch so Trommeln, wenn es leicht geht. Passt. Und jetzt, wenn wir schon da sind, nehmen wir die Viecher auch mit. Ja, lass mich aufsteigen vielleicht. Danke. Wow! Das Viech rennt voll rein. Oh Gott, oh nein. Ich kann es nicht bremsen. Der Elch aus der Hölle. Muss man das Ding hinbringen? Das war doch da irgendwo, oder? Oben. Ich glaub schon. Ja, genau, da hin. Passt. Was für drei? Andere Tour. Da sehe ich schon den nächsten. Hallo. Mr. Elk. Geht mit mir durch. Oh nein. Wir brauchen einen Elchflüster hier. Also eigentlich über die Hängebrücke um auf die Plattform da gerade aus. Da waren die Meeren vor die Öch. If I am not mistaken, which I am often. Und er hat einen ganz schönen Wendekreis, der gute Öch. Also so einfach trat der nicht. Aus dem Weg, Elch, heiß und fettig. So, sehr gut. Abgabe. Der Hochberg wird nicht fallen. Hütet euch vor den Tiefen der Erde. Ja, ja, selbstverständlich. Ein herrlicher Tag Erde, zum Fliegen. So, verkaufen wir mal da ein bisschen. Das Inventory ist ja schon, das birst ja schon wieder aus allen Nähten. Ich weiß nicht, wie geht die Phrase? Birst von lauter Fohle war wahrscheinlich die logischere. Beobachtet den Himmel. Fühlt ihr die Veränderung in der Luft? Haustierleine?
Brauche eine gemeinsam Haustiere sind also das auch, die mich nicht so richtig interessiert haben. So, und jetzt gehen wir wieder, jetzt gehen wir wieder. Aufzug, Abflug. Und geben wir ein bisschen was zurück. Schau, oh, einen unsichtbaren Tiger. Ist das He-Man? Bist du He-Man? Dragon Riders. Die Drachenreiter. So, du bist mal Dumpfstampf. Nicht fallen. Tupstamp, Tupstamp. Hütet euch vor. Und jetzt habe ich Level Up. Wunderbar. Voll geil. Stufe 101. Damit ist der, hast du mein höchster Charakter. Abenteuerführer. Zufälliger Dungeon. Nein, danke. Aber upgraden, yes please. Bevor es irgendwas geht. Ob jetzt irgendwas dazugekommen, wie es. Vielleicht tut es einmal. Zerschmetterte Seele, das Töten eines Ziels erzeugt mich nur Seelenfragment, das haben wir schon. Meisterschaft der menschlichen Präsenz, passiv, 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 Artefakt, verschwimmen. Was ist verschwimmen nochmal schnell? Ah jo, das ist die Geister-Dingsi, die ich. Was macht verschwimmen? Ah, Ausweichchance und so. Okay. Nein, ich glaube, da ist nicht wirklich was dazugekommen. Und bei 102 kann man erst wieder neue Talente aussuchen. Okay. Na gut, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, obwohl. Ob schon. Das Ding leicht ja. Zauberbuch, schaut so aus, es war was dazugekommen. Find aber nichts. Doppelsprung. Na, verschwimmen, ja, kenne ich schon. Rückzug, keine Asche. Auf die Kubas hat sie auch nichts Neues da. Warum leicht das Ding? Ich weiß es nicht. Die Metamorphose, die habe ich schon eingebaut in die. Auf mein Multitastenmaus. So, next ist wieder. Nächster Abgabepunkt ist. Irgendwo. Und in der Nähe allerdings oben. Irgendwo oben. Da draußen. Gehen wir mal in die Richtung. Bist du draußen? Ja, du bist tatsächlich draußen. Allerdings. Draußen nehme ich mal auf einer höher gelegenen Ebene als das da, wo ich jetzt bin. Das ist ja die komplette Talsohle. Ja, und da gibt es eine Quest. Oder nicht? Ohne Aufzug. Logok von Skyfall. Das passt, das lassen wir einreden. Shaka vom Cut. Ja, okay. Macht man auch nicht instantan Übelkeit. Ich tue schon wieder Namen lesen und kritisieren, ja. Richtig, verpichtig. Was setzen die für Ladles? Ortkrieger. So, ich glaube, dass das da oben irgendwo ist. Um genau zu sein, da drüben, wo ich die Öch vorher geholt habe, die wieder porstigen. Ja. Wir müssen jetzt dort draußen nach Grüße, dem Hammer suchen. Champion. Traditionen können warten. Meiler. Der Pfad des Hullen. Folgt Geistwandler Ebenhorn auf dem Pfad des Hullen. Okay. Diese Tradition ist wichtig für euer Volk. Ja, und für euch. Sagt der Taure. Oh Gott. Die Meiler muss rennen, während wir reiten. Ja. Das ist eine sehr patriarchalische Gesellschaft. Ha! Tschu!
Entschuldigung. Diesen gibt's hier. Hügel was? Hügelettin. Für Hulln endete der Krieg der Ahnen nicht am Brunnen der Ewigkeit. Nach dem Sieg über die Legion machte er Jagd auf die Ungeheuer, die entkommen waren. Willkommen im Hort von Neltharion, den die Welt unter einem anderen Namen kennt. Todesschwinge. Oh oh. Haltet Stand, Kriegerhelden! Oh oh. Jetzt kommt sogar der Kataklysm Peter ins Spiel. Also sie schauen offensichtlich wirklich, dass sämtliche Expansions, die vor Legion waren. Arkansas. You can't soar, but I can soar. Wo ist der Arsch jetzt abgeblieben? Da ist er. Ah, oh Gott. Ich habe mich auf spontane Schnupfen auf, oder? Echos von Todesschwinge annehmen. Ja, erkundet den Hort. Ich bin außer Reichweite. Betäuben ist doof. Na, dann erkunden wir halt einmal eine Runde. Kann man da mal gleich so ein kleiner Krams aufmachen. Ups. Oh, plötzlich Lag. Plötzlich unerklärlichen Lag. Und keine Ahnung, was das jetzt war. Aber die Framerate ist ganz spontan. Das ist zu weit entfernt. Oh scheiße, das ist ja ein Spieler! Das war ein Spieler, ich hab einen Spieler angegriffen. So, ist Spieler. Mehr cool, also ich hab ihn besiegt, besser gesagt, die anderen da haben ihn niederbügelt. Meine Leute haben ihn niederbügelt. Der war allerdings schon 105, der Typ. Ganz seltsam, sind das auch? Das sind doch Feinde, oder? Oh shit. Ich muss näher ran. Ah, das sind schon wieder Spieler, dammit. Ach, geleck. Das wollte ich nicht. Ich musste erst etwas anvisieren. Ich glaube, das sind schlicht und ergreifend, wenn Allianz-Spieler da einer kämmer kriegen, so Eskorte, ähnlich wie meine, mit so Hürden. Nur halt aus andere. Also für mich böse gekämpft. Mein Volk hat diesen Goblin-Schrott nicht hergestellt. Wir haben ihn nur am Körper des Wurms befestigt. Keine Waffe von sterblicher Hand durchdringt diese Platten. Dann müssen wir Waffen finden, die nicht von sterblicher Hand sind. Igol. Gibt es etwas, das Todesschwinge sorgsam behütete? Etwas, das er euch nicht anvertrauen würde? Ich wüsste da vielleicht etwas. Schau, früher waren die Trockbars und die Tauren gespannt. Nett. Und weg sind sie wieder. Und wir konnten weiter. Und hoffen, dass andere Spieler von der gegnerischen Fraktion, die da herumwuseln, nicht so arschlicher sind wie ich. So dämliche Arschlöcher sind wie ich, das einfach nicht kapieren, dass da Spieler immer dumm wuseln und auf alles drauf losstarten, blind und piranha-mäßig. Das ist der Tor der Titanen, wo es wohl hinführen mag. Ein Hammer! Todesschwinge verschlingt jeden, der ihm zu nahe kommt. Wo bin ich jetzt? Wo bin ich hier? Ein bisschen weiter oben. Jetzt ohne Eskorte, was mir ein bisschen beängstigt. Doch, da sind sie wieder. Ein Hammer. Da ist ein Hammer. Und da sind noch die Geister. Will diesen Titanenhammer also geheim halten. Vielleicht können wir ihn mit dieser Waffe besiegen. Ich brauche ein Ziel.
Normal. Das ist zu weit entfernt. Noch so. Ich bin außer Reichweite. Schnell wieder tot. Und was passiert da jetzt? Ich habe kein Ziel. Ja, das wird's wohl. Ich musste erst etwas anvisieren. Das wird's da wohl. Na, gut. Ich muss näher ran. Ich brauche ein Ziel. Und was sind da bitte jetzt? Ah, jetzt schlagen sie wieder, das war's. Naja. Da gibt's eine astrale Kiste, aus der kann man wahrscheinlich feststoffliche Sachen aus, das ist eh klar. Nehmen wir alles mit, alles wird mitgenommen. Ich glaube, da war jetzt Artefaktenergie dabei, kann das sein? Was ist das? Artefakt macht. Cool. Ich wusste es. Jetzt kann man verschirmen und dann gehen wir wieder. Ja, also... Also ziemlich jede Fähigkeit vom Dämonenjäger, irgendwas kämpft da noch, ist AAAE-Fähigkeit. Er hat's schon drauf, der gute Mann. So, wir müssen in die Richtung weiter. Okay. Ist schon tot. Wir müssen in die Richtung weiter, in die Richtung geht's nur nicht weiter, dammit. Wie kommen wir da hoch? Wie komme ich denn da hoch? Oh, vielleicht. Vollgas durch die Wand, gegen die Wand gerennt. Das muss doch wehtun. Ah, so sind Rampen. Und da ist die nächste Feuerschale. Flunderbär. Genug Zeit verschwendet. Wir müssen die Bestie töten und mein Volk befreien. Der Hammer und Todesschwinge waren beide Werkzeuge der Titanen. Ich kann ihn nicht töten, doch womöglich verbannen. Wen, den Hammer? Okay. Ich wusste, ihr würdet kommen. Und die dürfen wieder was aussuchen. Das ist mir auf jeden Fall besser wie das, was ich hab. Und das ist... Das ist gescheiter. Gegen die Handschützer des Dämonenschreckens und das wäre Ringelein. Nein, nimm die Handschützer. Mhm. Dieser Krieg wird von Champions entschieden. Im nächsten Gefecht dann halt nicht. Dass da wahrscheinlich wieder weiter aufgeht. Nehme ich einmal an. Ja, schaut gut aus. Da haben wir eine riesige Feuerschale. Geh weg. Hinfort. Yay, Todesschwinge. Todesschwinge verbannt. So, Todesschwinge. Take that. Boah, und wieder dir schon auf einmal. Sehr seltsam, aber. Fertig, Kram.
Was ist das? Höhlenfliegenhaus. Erstdorf. Und bereit zur Abgabe. Meine Fresse. Sehr gut. So. Ich habe mich auf eure Ankunft gefreut, Champion. Ja, im Jahr. Und dann ist leider das eine Szenario. Fürchtet er also selbst den mächtigsten Gegner nicht? Das mit die Taten von Helden prägen die Geschichte, mein Kind. Das ist es, was euer Vater euch zeigen wollte. Unser Volk braucht einen Anführer wie Hohen. Einen Krieger, dessen Stärke und Mut jedes Hindernis überwinden. Ihr besitzt diese Eigenschaften. Es bleibt eine letzte Vision, die ihr sehen müsst. Ein Geheimnis, das seit Hulns Sieg über Todesschwinge von Oberhäuptling zu Oberhäuptling weitergegeben wird. Oh, Tauren sind in Wirklichkeit Meerschweinchen. Mit aufbickte Händeln. Ich wusste es. Muss ich dort draufdrucken? Wahrscheinlich. Diese Eier sind verderbt. Wir sollten sie auf der Stelle zerstören. Es gibt noch andere Möglichkeiten, Verderbnis zu entfernen. Sie erwachen! Das war mal ein Wächter, ja? Einer. Where's the next? Er spuckt mich an, ich spuck ihn an. Eines der Eier beginnt zu schlüpfen. Ja, bist du lieb. Das ist zu weit entfernt. Ein Welpling hat überlebt. So winzig, mit kleinen schwarzen Hörnern. Ich nenne euch Ebenhorn. Und durch die Güte Hulns gewann seine Familie ihren ältesten Verbündeten. Mich. Du, das ist ein Drache. Ebenhorn ist ein Drache. Was? Wie? Die ganze Zeit über? Melia, Malia, ich bin noch der gleiche Geistwanderer, den ihr euer Leben lang kanntet, seid ihr bla und was. Und daher ist mir die folgende Handlung eine große Ehre. Meier Hochberg, hiermit erkläre ich euch zum Oberhäuptling. Möge eure Herrschaft lang und weise sein. Und wer hat dir die Präsidentschaft übergeben, du übergroßes Gecko? Naja, jetzt wollen wir mal eine Quest abgeben. Dann gibt's wieder ein lecker Ding. Siehst, trefft euch mit Malia Hochberg am Obsidian. Was? Obsidian-Spähposten. Ja, wie komme ich da wieder aus? Ist die Frage. Am Obsidian-Spähposten. Aber sie steht doch eh direkt vor mir. Geht da jetzt geradeaus, sieh? Die Sklaven-Enklave schaut ja nicht recht. Recht knackig aus. Ich reite trotzdem weiter in die Richtung. Mal schauen, was passiert. Ich finde da die Höhlenherrin auch. Schaut mal, wie plump eigentlich da die Felsen auf der Seite sind. Das schaut echt nicht gut ausgearbeitet aus.
ist ein bisschen optisch enttäuschend, das Ganze, da herin zumindest. Ja, da geht's tatsächlich außer. Und da gibt's Neltarions Hort. Das ist tatsächlich der Hort vom Todesschwinger, riesen Weißkopfadler. Und Myla. Wir werden den Hammer und unser Land zurückerobern. So, das ist was. Gegenstandsstufe Erinnerungen Neltarion. Was ist das? Keine Ahnung, das Siegel des Teufelstotems. Entfesselter Dämonen, Gegenstandsstufe, die Abklingzeit von Metamorphose. Und das Ding erhöht den verursachten Schaden von Augenstrahl. Boah. Ich glaube, Augenstrahl verwende ich öfter, oder? Unsere Stämme stehen vereint. Habe ich das jetzt, wohin habe ich das jetzt hin absorbiert, das Ding? Das muss jetzt wahrscheinlich... Na, wie geht das? Ah ja, das ist was zum Sockeln, genau. Das kann ich jetzt, das ist... Finsteres Artefakt Relikt. Das ist... Finster, ja. Shit. Achso, kann er das da reinsockeln? Na. Ah, vielleicht habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Das konnte leicht sein. Was ich braucht hätte, wäre dämonisches Artefakt Relikt gewesen. Und nun habe ich das Finstere. Das wurscht, das gefällt mir besser. Das folgende Relikt wird zerstört, oh mein Gott! Scheiße. Erhöht die maximalen Jähzorn um 10. Mistverdammter! Ich glaube, ich habe gerade einen blöden Fehler gemacht. Aber ich hab das an das eine doch, dass da zwei verschiedene gibt. Dämonische und finstere und außerdem auch. Achso, eigentlich zwei dämonische, ein finsteres. Scheiße. Ich werde mir das mal aufhalten, bevor ich was hinmache. Lass es einmal. So. Und jetzt sprecht mit Meier Hochberg in Donnertotem. Nach Donnertotem werden wir von da. Ein herrlicher Tag zum Fliegen. Das stimmt, aber nicht zum in Leck gehen. Wo ist Donnertotem? Da ist Donnertotem. Beobachtet den Himmel. Hey, echt am Adler unterwegs. Oh, aber das, der Blick schaut schon wieder ganz nett aus, muss man sagen. Und auch die Animation von dem Adler, schaut mal das Flapsen von den Flügeln, das schaut scheiße aus. Das haben wir schon 100-mal besser gesehen, was ist das? Das schaut aus, als wären es vier Teile pro Flügel, die jeweils über einem geraden, unbeweglichen Horizontalscharnierl befestigt sind. Das schaut nicht gut aus, von der Seite, okay. Na, von hinten, na. Die Höhle selber vorhin war auch nicht fesch, also... Jetzt habe ich doch schon einige Kritikpunkte gefunden an Legion. Beunruhigend, beunruhigend. Und als Ovisor bringt mir das gar nichts wahrscheinlich, weil der Aufzug meinen Sohr nach unten bremst. My sore throat. So, Maya, du bist jetzt Chefin. Ja, wir wissen, Oberhäuptling Maya Hochberg. Ganz Hochberg steht hinter euch, Champion.
Und das war Artefaktmacht, die müssen wir wieder verwenden. 100 Artefaktmacht, wunderbar. Was ist das da rum? Artefaktmacht, okay. Gut. Gut, Stamm der Himmelshörner, das schauen wir da auf der Karte an. Stamm der Himmelshörner ist dort, Stamm des Bluttotems ist da weiter weg. Ja, nehmen wir die Himmelshörner first. Und gehen im Aufzug gleich wieder. Muss der Aufzug schon wieder weg hin. Ah Gott. Nicht der Aufzug. Schon der Aufzug. Yeriwin. Face Roll Monkeys. Die Gilde gehört sofort gebannt. Der Name von Tauren ist nicht schlecht. Oder was ist das? Ork? Bist du Ork oder nein, bist du Taure? Taurenkrieger. Face Roll Monkeys. Was ist ein Face Roll? Ist das so wie Face Palm? Ich weiß es nicht. Schau mal, vielleicht gibt es da eine Flugroute. Ich glaube, ich habe da schon eine Flugroute hin. Muss ich nur noch einen Flattervogel irgendwo finden. Wo war denn da der nächste? Da oder eh da? Passt. Ah, sehr schön. Himmelshorn. Das ist Himmelshorn. Genau, da hinten. Also die Adler gefallen mir gar nicht und die eine Höhle der Visionen hat mir auch nicht gefallen. Das waren irgendwie ganz klamperte Meshes und vollkommen minimalistische Texturen. Also da habe ich schon wesentlich hübschere Höhlen gesehen. Gut, Wasser, wenn man das da von oben wieder sieht, ist fantastisch. Das Himmelshorn, hallo. Lasan Himmelshorn. Der Tag. Himmel ruft nach mir. Die Wunden lecken, findet Windmeister Julan und helft die Feuer auf, den Himmels, auf dem Himmelshorn zu löschen. Anschee führe euch. Okay. Der ist hinter mir irgendwo, der Julan. Blitzt und donnert. Bin am Julian schon vorbei. Grast oder was? Na? Kommt nirgendwo. Das nicht. Oh, Julian! Da oben ist er. Da oben liegt er. Den hat er erwischt. Nehmt das Totem des Windmeisters. Check! Und jetzt? Feuer gelöscht. Okay. Löschen wir als erstes mal sei leicht. Ja, funktioniert. Okay, haut hin. Also eigentlich auch billige Feuerlösch-Quests. Sowas habe ich glaube ich in WoW schon zum ganzen Mal gemacht. Mit diversen Feuerlöschgeräten. Gibt's oft. Ist nix nice. Das Feuer selber hat sich auch nicht verbessert, so wie es da auf der Brücke wütet, das ist nicht besonders schön. Das schaut anders aus. Fertig. Fertig und direkt in der Nahhand vom Himmelshorn Fuzzi. Lasan Himmelshorn, genau. Wen hat uns der Wind denn da zugetragen? Also man, das sind riesige Rinder, die auf ja, ein bisschen größeren Adlern als normal reiten. Die armen Adler. Julian ist tot. Aber ein guter Schamane und voller Leben, nicht so morbide wie einige dieser Geistwandler. Ich werde sein Lachen heute Nacht vermissen. Wieso, was ist leicht heute Nacht?
Achso, ihr wart in einer eingetragenen Partnerschaft. Okay, Entschuldigung. Rettet 7 gefangene große Adler. Der Himmelshörner, erhebt euch in die Lüfte und zeigt diesen Harpien und ihren Rocks, was Kampf bedeutet. Und ihrem Rotz? Ihren Rocks, hoffentlich. Und ihren Rocks, ja. So, da haben wir jetzt Adler retten. Was ist das? Da haben wir jede Menge. Jede Menge kaputte. Da ist was. Ich muss näher ran. Das kann ich nicht angreifen. Mein Adler, ihr blöden Menschen. Oder normale. Normalos. Auch mein Adler. Normalos, normalos. Irgendwie kann man schon vorstellen, dass jetzt, das werden ja sicherlich auch Spieler da sein. Nein, können nicht da sein, die Legion nicht gekauft haben, das kann nicht sein. 3 von 7, gibt kein Hub hier, doch. Ich bin außer Reichweite. Aber in der, im Rest von der Welt, ne, geht durchaus davon aus, dass die Dämonengestalt vom Demon Hunter, wenn das jetzt, wenn einer Legion nicht gekauft hat, dass das für andere Spieler durchaus einschüchternd wirken kann. Glaube ich sofort. So, da gibt es jede Menge gefangene Weißkopfadler. Vier vor sieben. Fünf vor sieben. Was hat man die jetzt angehängt? Was ist das? Zertrümmernder Gesang. Das kommt doch nicht von mir. Kann mir doch keiner erzählen. Glaubt doch kein Mensch. 6 von 7. Und ausradiert. Und das ist der letzte, oder? Krieger von Himmelshorn, zu mir! Ich bin doch kein Krieger von Himmelshorn. Bereit zur Abgabe. Okay. Die armen Fegel, echte. Also 800, 900 Kilo Taure auf so einem armen Vogel. Es ist bemitleidenswert. So, da gibt's wieder was dann. Leder und nochmal Leder. Beides besser als alles, was ich hab. Ja, passt. Auf in die Lüfte! Angriff auf die Hexenlande. Okay. Vergesst nicht, dass die meisten Gegner nicht nach oben gucken. Bullshit, jeder guckt. Nur Hunde können nicht nach oben gehen. Das ist leicht. Bescheuert. Völlig bescheuert. Ich muss näher ran. Ich nehme Kerze. Du nehmen gar nichts, Arschloch. Wie das sind. Das sind doch jetzt. Feinde, feindliche Spieler nämlich, um genau zu sein.
Raki! Ich bin außer Reichweite. Er hat mich verwandelt, die dumme Sau. Die sind aber auch viel schöner geworden, muss man sagen. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Da freuen sie sich ganz besonders. Oh, da haben wir jede Menge Feinde. Das ist, könnte schmerzhaft werden, wenn man denen in die Quere kommt. Im Gefecht, das könnte wehtun. Hey, wo rennt die hin? Hey. Das ist zu weit entfernt. Flatterfotze. Ich habe kein Ziel. Du nicht nehmen, Kerze. Geisterfeder der Scharfurien. Geisterfeder der Scharfurien. Ich bin da eh immer noch mitten im Gebiet. Das passt. So, Feinde. Reißen wir das Fleisch von euren Knochen! Oh, shut up, doch. Da ist ja der nächste. Die wird doch gerade irgendwo hinpult, oder? Kann sein. Ich werde euch zerquetschen. Das kann ich nicht angreifen. Ja, passt. Und jetzt noch Agra Todesdudel. Wo ist der? Das ist schon einer, ja. Das ist ja die Agra Todesklage, ja. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. So, und da drin gibt es dann Elite-Möps. Schauen wir mal, vielleicht. Ah, das ist kein Elite-Möps, das ist der Elite. Wie heißt denn dieser Sandfels? Das muss ja viel zu töten, den komischen violetten Nebel, der man mehr Beweglichkeit und Defense und all das, das alles auch noch verleiht. Das kann ich nicht angreifen. Kurze Geschichte der Äonen. Cool. Ihr haltet die kurze Geschichte der Äonen. Was wird das wohl sein? Dass es wieder Artefakt macht, ja. Cool, das ist eine nette Währung irgendwie. Zwillingsklingen des Betrügers. Kehrt euren Schmiede zurück, um den Bonus freizuschalten. Nett. Juwelenbesetzte Kerze, ja, weil Kerzen sind das Heiligtum von denen. Wie heißen denn die Viecherl, die Kleinen? Die gibt's ja schon ewig. Ich bin außer Reichweite.
So, Ugla, die Hexen. Ugla, die Hexe, fällt mir an. Wo wird die sein? I don't have the slightest idea. Das ist ja auf jeden Fall mal nett. Wo ist Ugla, die Hexe? Die Richtung. Wieder auf, wieder. Okay. Vielleicht weiter auf, hier? Ah, shit. Verklickt. War unglaublich lästig, die Klonviecher. Ja, ich glaube, das passt. Das wird besser tun. Einmal noch links. Ich finde, die Steine sind teilweise da auch wieder. Das ist alles ziemlich viel nötig. Wenig Detail verliebt. Ich musste erst etwas anvisieren. So, da müsste Ugla die Hexe wohnen. Oder habe ich Ugla die Hexe schon niedergemacht? Na. Ugla die Hexe müsste laut Map genau da sein. Und da wäre ja der Schrein dazu. Vielleicht muss die erst wieder spawnen. Das kann natürlich sein. Oder was ist das? Wieso ist da nicht Ugla daheim? Vielleicht ist es noch ein Stückchen her. Okay. Gehen wir weiter. Auf jeden Fall gibt es da mal schon was zum Angeben. Der Himmel ruft nach mir. Ja, es fährt nach wie vor Ugla die Hexe und die sollte da genau hinter mir irgendwo sein. Haha, oder da oben, was ist das? Fleischfetzerrock. So den Niedermann, oder was bringen soll. Ich muss mal erfahren. Okay. Ja, jetzt hat sie die Frage erledigt. Hey, du, schau mal, dieser dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Ich habe keine Ahnung, was diese Legionsressourcen sind. Wofür die brauche? Für die Garnison vielleicht? Man weiß es nicht. Hat da was nachgespawnt? Nee. Mal Gas da rauf. Tja, da Wurzeln hängen geblieben. Was ist das? Ist los, Fenster! Und dahinter steiler Abhang. Ich wusste es. Ne? Also, nochmal. Ugla die Hexe führt noch immer. Und der Ausblick ist. Was sieht man aufs Meer? Das ist zu weit entfernt. So, wo ist jetzt die blöde Ugla, dammit? Das ist sie. Na. Ist sie nicht. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Ich muss näher ran. Das ist zu weit entfernt. What the flying fuck? Ich muss näher ran. Shit.
außer Reichweite. Ja, der scheißen Tipphammer. Das ist zu weit entfernt. Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. Ja, okay, ich hab's kapiert, du bist der Spieler. Der Zahn der Wildnis. Oder nicht? Keine Ahnung, ganz ehrlich. Was ist der Spieler? Wenn ja, dann bin ich wieder ich schuld, weil ich hab ja schließlich angefangen mit der ganzen Gaudi. So, und bis ich da jetzt wieder dort bin, wo mein Leich war. Uiuiui, das ist ja ein steiler Weg, bist du narrisch. Brutal. Richtig brutal. Geiles Wegerl ist das, gefällt mir gut. Das ist wieder ein weiterer Pluspunkt für WoW. Weil wo sonst kann man einfach nur stundenlang bergauf marschieren. Über irgendwelche zerklüfteten Wegerl muss das... Also die Ebenen des Terrains sind so... ausgiebig in die dritte Dimension. Das heißt sonst fast nirgends. Tja, Ugla ist auch immer noch nicht tot. Und das war der Druide, ja, ja. Okay, käme ich aus, machen wir Bau. Das ist falsch, ich bin da falsch, verdammt. Die drei, die Ugla ist hinter mir. Da muss die Ugla wo sein. Gottverdammt. Vielleicht geht's ja da hinten noch irgendwie weiter. Na, tut's aber nicht. So ein Scheiß. Bitte, dann kämpfen wir uns jetzt durch. Das ist zu weit entfernt. Ich muss näher ran. Na, super. Mach, dass es blutet! Mach, dass es blutet. Was für ein Spiel. Was für ein markiger Spruch. Ja, komm halt her da. Kann man die eigentlich einkerkern, aber es die Dämonen ist, ist ja keine. Ich bin außer Reichweite. Ich bewege mich direkt auf die Ugla zu. Und find's aber nicht, die dumme Reichweite. Das da vorne müsste die Ugla sein. Da wo ich es angenommen habe, dass sie ist. Can't find Ugla. Das ist ja mal nicht. Da vorne müsste die dumme, dumme Saus da durchlaufen. Der hat wahrscheinlich nur wirklich eine hohe Spawnzeit. Also, die Spawnzeit. Deswegen habe ich es vorher nicht gefunden, aber das ist sie. Da vorne, das ist sie. Ugla wie weg. Ich bin außer Reichweite. Oh fuck, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, Goose. Ugla, Bugla, so gut wie tot, danke. Ein Ansturm und niedergemacht. Hast du mir jetzt den Erfolg weggenommen, oder was? Nein.
Das ist schon, hat schon passt. Ugler ist down. Hey, hör auf, Pisser. Und Nena. So, jetzt einmal aufgepasst. 709 zu 96. 709 zu 700. Diesmal wird es die kaputte und die ist durch die Bank besser. Auf in die Lüfte. Als das, was ich habe. Und jetzt die Großschwester. Ja, die habe ich vorhin schon wenig ruhmreich vernichtet. Von ihrem Traum. Also, Entschuldigung, nicht aufsitzen. Wir kämpfen uns wieder Harpier für Harpier ins Herz der Hexerei da. Ja, komm. I like it very much. So, die kann man auslassen. Aber die nicht. Ja, ihr seid ja so böse, so unglaublich bitter. Das kann ich nicht angreifen. Schälen? Sag mal. Ja, wie das denn? Ich muss näher ran. Oh, die war schon ein bisschen. Die, ja. Das ist die Rettpatrouille da oben, die Flugpatrouille. Tut natürlich auch das ihre zur Vernichtung von die Harpien da, von die Hexen. Das war nix. Ich bin außer Reichweite. Nein, geh schlecht, du blöder Typ. Das war eine Schlacht nach meinem Geschmack. Ich habe kein Ziel. Wen hat uns der Wind denn da zugetragen? Da gibt's jetzt dämonisches Artefakt-Relikt und dämonisches Artefakt-Relikt. Also eh beide dämonisch, ist gut. Das heißt, ich habe eh keine Auswahl. Also ich kann mich nicht verdauen, diesmal. Jetzt kommt es darauf an, was die einzelnen Dinger können. Verringert die Abgangszeit von Metamorphose um 20 Sekunden, was nicht schlecht ist. Erhöht den verursachten Schaden von Dämonen bis. Was zum Geier ist Dämon Artistogramm Basis schon um 6%. Jetzt werden wir die Metamorphose nehmen, weil das ist eine coole Fähigkeit. Vergessen, dann gibt es noch die große Fehler des Adlers. Euch nach Donnertotem fliegen. So. Und dort der wir jetzt eine. Wo ist denn das Ding jetzt? Das da. Jawohl! Geil! Das ist super. So, wenn ihr bereit seid, kann wer mich wohin fliegen? Er. Ja, dann auf. Bin bereit? Ich bin bereit. Also, das Geflapse vor die Fegel, das schaut scheiße aus. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das müsste 2016 hübscher ausschauen, Blizzard. Tut mir leid, wenn ich das sagen muss. Aber es ist leider so. Da ist mein zwergischer Freund von vorhin. Der Arsch trefft euch mit Lasan in Donnertotem. Ja, wo ist der? Da wieder raus, seh. Lieber, na, da.
Vater Lüfte. Das ist jetzt richtig. Ja. Ja, das ist er. Lass an. Hab ich dir recht. Der Himmel, ich halte nicht viel von Zeremonien. Also bringen wir es hinter uns. Oh mein Gott. Werde Zeuge des Himmelshorn-Rituals. Habe ich die Feder jetzt eigentlich schon gekriegt? Ich habe meine Adlerreiter bereits nach Donnertotem entsandt. Der Himmel dürfte bald von ihren Schwingen verdunkelt sein. Ja, ja, das... Von ihren flopsigen, schlecht ausgearbeiteten Schwingen. Flopsi Mopsi. Hey, nur nichts brechen, Lazan. Wir haben Zeit. Die Legion wird ja kein Stress. Lazan Himmelshorn, Häuptling des Stammes der Himmelshörner, erneut Hochberg die Treue. Super. Gemeinsam stehen wir für den Hochberg. Ihr seid hier ein gern gesehener Gast, Champion. Das war jetzt die große Fülle des Adlers und die bringt mir natürlich wieder 100 Artefakte nach Spitze. Da freue ich mich, da freue ich mich, da freue ich mich. So. Wir haben jetzt die großen, also zwei, glaube ich, zwei Stämme vereint. Die Flussfurzes, die Himmelshörner, es fehlen noch die Bluttotems, genau. Und die werden wir in der nächsten Runde angehen. Genauso wie wir in der nächsten Runde angehen werden, das Upgrading von den Waffen. Weil ich kann ja. Ich habe genug Artefaktenergie, um abzugraden, hat mir das System vorhin gesagt. Das müssen wir dann in dem gekaperten Legionsschiff machen. Von dem ich nicht weiß, wie ich auf die Gachen hinkomme. Ich werde wohl über die fliegende Stadt? Über Dalaran hin müssen, nehme ich an. Nehme ich einmal an. Naja, okay. Schaden von Augenstrahlen wird das da erhöhen, was auch nicht schlecht ist. Ich glaube, das mache ich noch vorher. Vorher wird man noch den Augenstrahl da erhöhen. Also das eine Artefakt-Ding sie auswechseln. Jetzt gemacht. Entschuldigung, mein Fehler. Na, das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Ja, wieso kann ich denn nicht mehr? Also, Shift, so. Das gegen das da auswechseln. Jetzt ist drin. Maximal ein Jähzorn um 10 und das wird der Augenstrahl und ich glaube, das werden wir auswechseln. Annehmen. Ja. Okay, passt. Jetzt macht der Augenstrahl mehr Aua. Der Auerstrahl soll das jetzt heißen. Okay, so, angesichts der anwachsenden Vereinigung der Stämme da im Hochberg verabschiede mich. Es hat ein paar Sachen gegeben in der Runde, die ich nicht so gustiert habe. Andere Sachen dafür sind richtig spaßig. Soren, ah, geil. Kämpfen mit dem Dämonenhunter ist auch nach wie vor Genuss. Und natürlich die wunderschöne Aussicht da von diesen steilen, zerklüfteten Bergpfaden aufs umliegende Land ist auch fein. Was nicht so fein war, habe ich eh schon zur Genüge kritisiert und weiter kritisieren tue ich dann in der nächsten Folge. Bis soweit ist, wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und ein gutes Spiel. Wir sehen uns bald wieder auf Azeroth oder, um genauer zu sein, auf den verheerten Inseln. In der nächsten Runde werden wir da die Oberhäuptlings-Kuh-Meiler wohl hoffentlich zufriedenstellen, indem wir sie wieder zu Superpower machen. Auf den verheerten Inseln. Okay. Enough said. Bis zum nächsten Mal. Fitting Bayernand. Weili out.